Nach langer Zeit ist es wieder soweit. Wir haben ein Bulli hier beim Explorer und, Verzeihung, da muss ich mich erstmal passend verkleiden. Was haben wir dabei? Die Travelbox nennt sich das Ganze. Ist eine Absitzkabine mit Alkoven für einen Doppelkabiner VW-Bus mit Pritsche. T5, T6, T6.1, da passt sie drauf. Aber was ist es dann eigentlich? Ist es ein Pickup mit der Wohnkabine oder ist es ein Bulli-Camper? Zeit, das rauszufinden. Was man schon auf den ersten Blick sieht, die Travelbox-Macher aus Bamberg haben ein wuchtiges Gefährt gebaut. Aber so kann der VW-Bus-Fan eben auch mit Familie in weiter entfernte Gefilde reisen und muss auf keine Annehmlichkeit verzichten. Stehhöhe, festes Bett, Nasszelle, alles an Bord. Dabei soll die Travelbox so multifunktional sein wie ein Schweizer Taschenmesser. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein, oder? Womit sind wir eigentlich unterwegs? Das ganze Auto hier kostet, der Testwagen, über 120.000 Euro. Warum ist er so teuer? Weil der VW-Bus, der hier drunter steckt, eigentlich alles hat. Und das macht ihn so teuer. Basispreis von der Kabine, die dann schon annähernd voll ausgestattet ist, sind aber 54.000 Euro. Man kann das auch unabhängig voneinander kaufen. Insofern ist das Auto jetzt nicht die Referenz. Ganz gut so. Denn hier sind schon wieder große Delta-Felgen drauf mit eher kleinen Reifen. Nicht unbedingt das Offroad-tauglichste, was ich so empfehlen würde. Aber der entscheidende Punkt ist ja hier hinten die Kabine. Und die ist absetzbar. Die originale Pritsche, die hier normalerweise beim Doka drauf ist, die kommt runter. Und dann gibt es hier ein Befestigungssystem, das ist sogar werkzeuglos. Ich kann die also relativ einfach demontieren. Dann werden hier nämlich die Kurbelstützen dran befestigt und dann kann ich mit dem Fahrzeug losfahren. Und jetzt ist ja die Frage, kann das irgendwie mit einem Pickup mithalten? Ist ja vom Prinzip genau dasselbe, aber ich sehe natürlich hier schon mit der Stufe, Geländewagen wird das nicht sein, wird eher ein Pistenfahrzeug sein. Aber ein sehr robustes Pistenfahrzeug. Das sehe ich hier an der Kante. Wir haben eine Sandwich-Kabine mit Aluminiumwinkeln. Die Aluminiumwinkel sind pulverbeschichtet und haben dann nochmal Eckkalotten. Also wenn ich hier rückwärts irgendwo gegenfahre, dann geht definitiv die Wand kaputt und nicht das Auto. Alkovenkabinen haben ja zwei Tücken, denn ich muss ja immer gucken, dass das mit der Höhe über dem Fahrerhaus mit der Sitzhöhe über dem Bett funktioniert. Und in die eine Richtung hat man das hier mit einem doppelten Boden kompensiert. Für sehr viel Platz, eine lange Durchlade. Also wer irgendwie noch Sportausrüstung mitnehmen will, mehr als genug Platz. Hier links ist die Heizung und der Boiler drin verbaut. Und in die andere Richtung, nämlich das Problem nach oben, hat man an der Hinterachse gelöst. Es ist ein Luftfahrwerk verbaut worden von MAD. Damit auch eine Auflastung auf 3,5 Tonnen, die das Fahrzeug dringend nötig hat. Denn wir sind hier schon bei deutlich über 3 Tonnen Leergewicht. Und das Luftfahrwerk, das kompensiert das eben, dass das Fahrzeug nicht allzu stark schwankt. Und dass der Hersteller sich viel Mühe gibt bei der Bauqualität und bei der Detailausführung, das merkt man. Ein Extratank nur für die Standheizung. Die ganzen Klappen sind alles Mikuva Aluminiumprofile, also sehr robust gebaut, eben für so eine Pickup-Kabine. Hier hinter ist beispielsweise die Kassettentoilette. Die hat ja eigentlich ab Werk eine ganz einfache Klappe. Nein, da musste noch mal was anderes her. Und hier unten drunter ist zum Beispiel der Zugang zum Abwasserkanister, zum Abwassertank. Die Pumpen, alles sehr gut zugänglich, alles Markenprodukte. Also hier kann man gerne mal auch in die Ecken gucken. Kugelsichere Bauqualität und damit hohes Gewicht. Und dann dieser 2 Meter lange Alkoven. Das sind jetzt erstmal nicht die besten Zutaten für einen Offroad-Camper. Also müssen wir jetzt mal ins Gelände fahren, mal gucken, wie ist das so mit der Kopflastigkeit, passt das mit der Gewichtsverteilung, kann die Luftfeder da einiges kompensieren oder es ist dann eben wirklich nur ein Auto für die Straße und schlechte Wege. Und damit schmeißen wir den Vierzylinder TDI mit seinen 205 PS mal an und begeben uns in leichtes Gelände. We'll be right back.
Zum VW-Bus muss man ja, glaube ich, nicht mehr viele Worte verlieren. Das ist ein rustikales Nutzfahrzeug, viel Hartplastik, aber auch sehr funktional. Endlos Ablagen im vorderen Bereich, in den Türen, in den Seiten, Getränkeablagen. Also zum Reisen sicherlich sehr praktisch. Sitze äußerst bequem. Wir haben hier das DSG, also das Direktschaltgetriebe, Doppelkupplungsgetriebe. Und damit kann ich wirklich ganz entspannt und auch ökonomisch fahren. Verbrauch ist wirklich gering. Aber wenn ich jetzt hier auf dieser holprigen Piste unterwegs bin, wo es einen so ein bisschen durchschüttelt, da merke ich wieder diese üblichen Pickup-Schwierigkeiten mit diesen Alkovenkabinen. Wir haben einfach einen sehr ungünstigen Nickwinkel. Die Kabine wippt nach. Ich merke das, wie vorne der Alkoven sich bewegt. Da muss ich schon sehr gut mit den Reifenluftdrücken arbeiten. Ich muss die Luftfeder gut abstimmen, dass ich da dauerhaft gut mitfahren kann. Wellblech- oder Schlaglochpisten sollte man also nicht zu schnell anfahren. Sonst entwickelt die Box eine unangenehme Eigendynamik. Das ist leider der Preis eines großen Alkovens im Gelände. Geht man die Sache langsam an, lässt sich der T6 aber präzise auch über größere Stufen manövrieren. Das 4Motion-System von VW in Kombination mit der Hinterachs-Diff-Sperre kann was auf losem Boden. Das bestätigt sich für uns immer wieder. Stichwort Allradantrieb, mal im Vergleich zu einem normalen Pickup. Die haben in den meisten Fällen ja einen zuschaltbaren Allradantrieb, sprich die Vorderachse wird dazu geschaltet. Beim VW-Bus haben wir das 4Motion-System, sprich das ist eine automatisch regelnde Lamellenkupplung. Da habe ich keinen Eingriff, habe aber auch die Möglichkeit, dass ich ihn eben auch bei winterlichen Straßenverhältnissen nutzen kann, denn das ist ja ein permanentes System. Mechanisch ist an dieser Stelle nur die Differentialsperre, das ist eine Option, aber dann kann ich die Hinterachssperre dazu schalten und dann komme ich mit einem VW-Bus tatsächlich schon richtig, richtig weit, wenngleich die Verschränkungsfähigkeit dann doch eher gering ist. Wie ihr schon bemerkt haben dürftet, sind wir wieder auf befestigten Straßen unterwegs. Also sobald man die Schotterpiste verlässt, merkt man, das hier ist eigentlich das Gebiet, wo sich der VW-Bus wirklich wohlfühlt. Er rollt entspannt, leise, sparsam. 10 Liter Verbrauch haben wir jetzt hier im Durchschnitt. Da punktet er in meiner Meinung nach gegenüber dem Pickup. Sobald ich die Straße verlasse und ins Gelände fahre, da hat dieses Fahrzeug dieselben Sorgen wie ein Pickup mit einer großen Alkovenkabine. Dafür punktet die Travelbox mit einer guten Rundumsicht. Obwohl ich ja vergleichsweise viel Volumen mit mir rumfahre, hier hinterm Steuer habe ich das Gefühl, das Auto ist sehr gut und übersichtlich. Ich kann dank der großen Pritschenspiegel hier gut am Fahrzeug vorbeigucken. Es ragt auch nichts hinten rüber. Was mir ein bisschen fehlt, Rückspiegel habe ich nicht, Rückfahrkamera fehlt auch. Da fehlt mir ein bisschen das Gespür, wo das Auto aufhört, weil es ja hinten angeschrägt ist. Also da habe ich ja einen längeren Überhang. Da wünschte ich mir irgendwie am besten eine Rückfahrkamera. Der Wunsch sollte nicht allzu schwer zu erfüllen sein. Aber jetzt wollen wir uns mal dem Wohnkomfort der Travelbox widmen. Immerhin soll die ja einiges zu bieten haben. Dafür suchen wir uns nochmal ein lauschiges Plätzchen am Fluss mit Bulli, Box und Blumenkette. Zugegeben, fahrerisch hat mich das jetzt nicht unbedingt vom Hocker gehauen. Man merkt schon, das hohe Gewicht des Fahrzeuges sind ja fast 3,1 Tonnen, die wir hier bewegen, leer tatsächlich. Aber wenn ich hier stehe und nach hinten gucke und das Auto sehe, dann verstehe ich auch, warum ich das fahrerisch nicht umwerfen kann im Vergleich zu einem Pickup mit einer leichten kleinen Kabine. Das ist einfach ein großes Auto. Ich habe die Flachbettpritsche, sehr viel Bodenraum, ich habe den großen Alkoven, ich habe das große Fahrerhaus. Es ist einfach auch ein XL-Pickup. Und was kann ein XL-Pickup? Natürlich viel Wohnraum bieten und den schauen wir uns jetzt an. Treppe raus, Tür auf und Moment! Da gibt es ja noch eine weitere, viel größere Klappe.
Was natürlich nicht fehlen darf dieser Tage, ist die große Panoramaklappe. Die gibt es auch hier in der Travelbox. Die Sitzgruppe hier im Heck. Da sitzt man also auch, wenn es regnet, ganz fantastisch überdacht. Es gibt Platz für zwei Erwachsene und, sagen wir mal, zwei Kinder dazu. Ich kann diesen Bereich auch zum Bett umbauen. Und da wird dann auch schnell klar, für das zweite Kind ist gar nicht so viel Platz, denn es gibt nur noch ein Bett dann an der Stelle mit 90 cm Breite. Wer also zu viel unterwegs sein will, der muss vorne zu dritt im großen Alkoven kuscheln. Und dazwischen, zwischen dem 2 Meter breiten und 1,80 Meter langen Alkovenbett, da ist Platz für eine wirklich große Küche mit guten Arbeitshöhen. Es gibt sehr viel Stauraum, allerdings nur einen mini kleinen Kühlschrank. Und auf der Fahrerseite, da ist die Nasszelle eingebaut. Und die Nasszelle ist so ein Indikator dafür, was mir an diesem Fahrzeug besonders gut gefällt. Es ist nämlich nicht viel in diesem Auto eingebaut, aber das, was drin ist, das hat absolut Hand und Fuß. Das sind stabile Sandwichwände und diese Tür, die dichtet mit ihren Profilen so dicht ab, dass, wenn die Dachluke zu ist, ich die nur mit Mühe überhaupt geschlossen kriege. Da könnte ich jetzt oben Wasser reingießen und das Badezimmer würde überflutet bleiben. Auch bei den Oberschränken, da hat man bei der Travelbox ein bisschen anders gedacht. Es gibt verschiedene Module. Ich kann also auch sagen, ich brauche noch ein weiteres von diesen Oberschränken. Die hängen nämlich alle nur an diesen Airline-Schienen hier oben. Und dann kann ich sie versetzen, ich kann sie ganz rausnehmen oder ich kann eben weitere dazu bauen, wenn mir zum Beispiel diese Stofftaschen nicht gefallen. Da habe ich übrigens ein großes Déjà-vu. Wir haben 2016 bei unserem Mitsubishi, dem Osa Minor, genau solche Taschen uns ausgedacht, die auch an den Airline-Schienen an der Decke hängen. Finde ich deswegen ein ganz fantastisches System. Ist auch sehr durchdacht, schön im Detail gearbeitet. Hier ist noch Platz für Kleinigkeiten. Die Reißverschlüsse sind gut gemacht. Es ist enorm viel Stauraum und es wiegt eben nichts. Und weil der Wagen eben schon so schwer ist, freue ich mich natürlich darüber, dass wenigstens bei den Oberschränken entscheidend Gewicht gespart worden ist. Bevor wir gleich nochmal ins Detail gehen und Martin das Bett im Alkoven testet, zeigen wir euch aber noch, wie die Einzelkoje im Heck gebaut wird. Die Maße sind eher was für einen Erwachsenen oder zwei kleinere Kinder. 2 Meter Länge gehen in Ordnung, 90 cm Breite, da wird es kuschelig. So, und bevor der Kollege hier komplett der Welt entrückt, gehen wir 1 Meter weiter nach vorn. Schauen wir uns mal die Küche an. Dafür mache ich erstmal Licht an. Das wird hier alles gelöst mit Leselampen. 1, 2, 3, 4, 5 und 1 im Bad. Die sollen hier alles hell machen. Schaffen sie nicht ganz. Es ist ein bisschen duster hier im Auto. Es gibt nämlich auch keine Dachluke. Bisschen mehr Licht wäre also schön. Was haben wir in der Küche? Pluspunkt Nummer 1. Ein schönes, tiefes Waschbecken hier mit der Abdeckung. Es gibt Warm- und Kaltwasser. Der Boiler ist hier im Doppelboden untergebracht. Große Arbeitsfläche. Eiche, Leimholz, wir wissen also langsam, wo das ganze Gewicht herkommt, aber schön verarbeitet. Hier gibt es noch 230 Volt Steckdosen und USB-Steckdosen. Hier in diesem Fahrzeug ist ja das große Elektropaket installiert. Groß, das zeige ich euch gleich. Groß heißt aber auch 5000 Euro Aufpreis. Da gibt es dann eben auch das Induktionskochfeld dazu. Das funktioniert natürlich nur, wenn man dieses fette 5000 Euro Elektropaket hat. Ansonsten würde hier ein Gaskartuschenkocher stehen. Ich würde aber eigentlich eher empfehlen, eine kleine Gasinstallation mit einer Gasflasche. Platz wäre genug. Darunter ist der mini kleine Kühlschrank, 50 Liter Carbest, also die Eigenmarke von Raimo. Ich würde ja das Tiefkühlfach weglassen und lieber ein bisschen mehr Kühlraum haben. Für eine Familie halte ich den schon für sehr knapp. Da wird man also irgendwo eine zweite Kühlbox sicherlich brauchen. Was hingegen sehr üppig ist, das ist hier der Stauraum für Lebensmittel und Geschirr. Da ist wirklich mehr als genug Platz. Und darunter ist der Frischwassertank. Dann gibt es hier natürlich noch eine Schublade fürs Besteck. Und da sieht man auch, die Verarbeitung hier ist wirklich sauber und ordentlich. Man kann geteilter Meinung sein, ob man jetzt diese 90er Jahre Umleimer hier gut findet, aber es gibt überall HPL-Oberflächen, ist alles sehr sorgfältig und robust gebaut. Es ist also nur eine Frage der Optik. Schauen wir uns mal das Badezimmer an.
Hier sieht man sie, diese sehr stabile Alu-Rahmentür von Mikuwa in diesem Fall. Was sofort auffällt ist, ein Waschbecken gibt es nicht. Wir haben ja schließlich gegenüber das Küchenwaschbecken. So bleibt Platz für ein vollwertiges Kassetten-WC und eine große Dusche hier mit Holzrost. Es gibt zwei Abläufe da drin. Die Heizung sorgt hier auch für warme Luft. Dachluke oben für die Abluft. Was mir aber fehlt, das ist Stauraum. Natürlich, ich habe hier meine Zurschienen wieder. Hier ist übrigens die Beleuchtung. Aber es gibt keinen Platz, um mal einen Kamm, eine Zahnbürste, irgendwas unterzubringen, sondern das muss ich irgendwie alles wieder aufhängen und das schubbelt hier alles im Gelände so rum. Ich glaube, Platz für einen Schrank wäre hier gewesen. Platz zum Schlafen dagegen bietet der Alkoven auf seinen 2 Metern mal 1,80 dafür umso mehr. Hier sind wir vorne im großen Schlafzimmer. Die Kabine hat ja 2 Meter Innenbreite. Das nutzt die Matratze auch voll aus. Die hier ist übrigens optional, sehr bequem. Standard sind die Polster, die auch hinten in der Sitzgruppe genutzt werden. Viel Platz, gute Sitzhöhe und hier kann man natürlich auch mal noch ein Kind mit ins Bett reinnehmen. Eine andere Besonderheit, das ist die Fensterauswahl. Hersteller ist Belluna, ist in Deutschland noch eher unpopulär, hat einen Aluminiumrahmen. Bündige Scheiben, sieht also auch gut aus, sind sehr stark getönt, deswegen ist es hier drin auch vergleichsweise dunkel. Und das, was mir sofort auffällt, wo ich ein bisschen vorsichtig wäre, die Verschlüsse. Die wirken auf mich ein bisschen empfindlich. Ich hoffe, dass die lange leben werden. Zu guter Letzt schauen wir noch mal hier unter dieses schöne Sofa, was man natürlich auch toll benutzen kann. Großer Rundumblick hier, wenn die Klappe offen ist. Und hier werden alte Tugenden wiederbelebt. Denn dieses kastige System mit den Polstern, die ich auch fürs Bett benutzen kann, die sind immer gut, um richtig viel Stauraum zu bieten in diesen Sitztruhen. Die sind hier leider schon hinter der Hinterachse, also vorsichtig mit dem Gewicht, was da drin ist. Und hier in der zweiten Box, da versteckt sich die Elektrik, in diesem Fall ja das große, im wahrsten Sinne des Wortes, große Elektropaket, eine 300 Amperestunden Lithium-Eisenphosphat-Batterie, ein großer Multiplus von Victron, also ein Wechselrichter mit 2 kW Leistung, damit man eben das Induktionskochfeld betreiben kann. Sinn oder Unsinn, sei mal dahingestellt. Wir haben hier noch den großen Solarladeregler, denn auf dem Dach sind nochmal 2 Photovoltaikmodule, ein Ladewandler, um den Strom von der Lichtmaschine zu transportieren. Und hier unter ist die Kleinverteilung. Was mir nicht so gut gefällt, ein Messschand würde ich nicht benutzen, um da meine Verbraucher zu verteilen. Da wünschte ich mir tatsächlich eine Sammelschiene. Übrigens, beheizt wird die Travelbox über eine Autotherm R2D mit dem vorhin gesehenen zweiten Dieseltank, der 7,5 Liter fasst. Nicht so gut gelöst ist die Warmluftverteilung. Es gibt nur einen Auslass mittig im Wohnraum und einen im Bad. Im Heck und im Alkoven kommt daher nur wenig Wärme an. Ein Testtag geht zu Ende. Zeit für eine kleine Einschätzung. Mir gefällt dieses Konzept wirklich gut, weil man sich hier auf einzelne Sachen konzentriert. In diesem Auto ist nicht alles drin, aber das, was drin ist, hat Hand und Fuß. Und es gibt nur ein paar Sachen, die mir nicht gefallen. Eine Sache, ganz klar, ist das Gewicht. Das Fahrzeug ist zu schwer. Hier muss man gucken, dass man noch 100, im besten Fall 200 Kilo Gewicht sparen kann. Es gibt da so ein paar Möglichkeiten und das muss ausgereizt werden. Und der Rest, das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Mich stören diese kleinen Bolzen hier auf dem Esstisch. Das muss nicht sein. Mich stört, dass diese Verlängerung am Bett rumklappert und keine Orientierung hat. Aber das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Im Großen und Ganzen ein sehr attraktives Fahrzeug zu einem noch gerade akzeptablen Preis. Nicht vergessen sollte man aber, dass sich der Travelbox T6 dank der in einer Viertelstunde abgesetzten Kabine in einen sparsamen Fünfsitzer verwandeln lässt, der sogar noch in die meisten Tiefgaragen passt. Immerhin ist er eine Nummer kleiner als Sprinter, Crafter und Co. und hat daher noch das Zeug zum Alltagsauto. Und die Travelbox hat dank ihrer robusten Bauweise noch ein langes Leben vor sich.
Ihr wollt euch jetzt noch andere Absetzkabinen ansehen, vielleicht auch auf Pickups? Dann klickt euch doch mal durch unsere Testberichte hier in unserem Kanal.